So, willkommen zurück. A reminder to all crew members. Ja. There is only one toilet on the ship. Habe ich vielleicht hier noch? Nein, Moment. Transferieren. Ich habe einen Sublight-Dienstleister-Helm übrigens noch. Das ist übrigens ein Mülleimer, wo ich mein Zeug hier reinschmeiße. Ich habe Forschermaske. Die zählt wohl eher nicht. Kessling zollt ihre Anerkennung. Kleidung, Schaden gegen Kreaturen, plus 25%. So, wir haben jetzt auf jeden Fall irgendwelche teure Rüstung, die wir, die definitiv als Bandit durchgeht. Aber wir haben nicht. Wir haben nichts, was hier irgendwie mich nicht weiterbringt in der Richtung mit Banditen aussehen. Na gut, gehen wir mal. Rose. Jo, schön. So, Roseway, Roseway. Antibiotika. Vor allem Antibiotika, aber wer auf den Namen nicht gekommen ist, ne? Lagereinrichtung? Lagereinrichtung klingt gut. Nehmen wir gleich mit. Jetzt wird er dauert. Bin mir sicher. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Ich würde mir das ja gerne nochmal in normalem Tempo angucken, wie das aussehen würde. Am besten so von außen. Säbel. Tränke. Ich sollte vielleicht aufhören, den Leuten ins Gesicht zu schießen, oder so wird das mit den Helmen nix. Plünderrandaden. Kontakte. Man, das überrascht jetzt nicht so, ne? Dass wir hier keine Helme rauskriegen. Wenn wir jemanden in den Kopf schießt, dann bleibt nicht mehr viel übrig vom Helm. Ernsthaft, waren keine Banditen? Doch. Oh, hier sind einige. Die Leiche finde ich nie. Och, kein Ha... Ach, das ist... Das kann aber nicht so schwierig sein, einen Helm mit sich rumzutragen. Das ist wirklich... So, irgendwo hier hinten lag noch ein Leich. Genau da. Was ist hier für ein Bagger? Da ist noch ein Typ, den ich gleich noch niederschießen werde, sobald ich die andere Leiche gefunden habe. Oh, Moment, ich werde den Typen vielleicht nicht niederschießen. Je nachdem, ob die Leiche, wenn ich sie jetzt gleich finde, einen Helm auf hat oder nicht. Ist das Ding aus? Hier ist er. Jetzt haben wir Schuss der Exo-Anzug. Ah, das ist das Scharfschützengewehr, was die Löt zerlegt. Incoming! We didn't even get our hands dirty. You got him! Low-Level-Gebiete. Och, kein Helm. Achso, das ist der Typ, den ich gerade zersprengt habe. Also ich mache so viel Schaden, dass die Löt einfach zerplatzen oder was? Er hat eine Taschenuhr bei! Och. Das ist eigentlich ziemlich erfolgreich. Doch, cool, glaube ich, mal drüber nachdenken, oder? Was ist nicht aus der einen geworden, die ich hier. Ich habe gehen lassen in den Labor. Plünderer Speer. Noch mehr Teile von Plünderer Speer. Nee. Also, wir sind immer noch hier unterwegs, weil ich den Helm eines Plünderers brauche, damit ich vor einer lustigen Modefrau dann posieren kann. Achso, das war Lillian. Aber die hat eh keinen Helm auf. Es könnte mir also schwer fallen, ihren Helm von der Boden zu schießen. Aber wir sind die da hinten, sind die feindlich? Das sind die einzigen freundlichen Banditen hier weit und breit, oder? Warte mal, ist die hier? Die lustige Frau, die ich da hab gehen lassen. Move along. Yeah, lustig. Guck mal, hier ist noch eine abgeschlossene Tür. Ist eigentlich hochinteressant. Das heißt, hier ist noch was. Oder auch nicht. Bewohner, Wissenschaftler. Ich nehme nicht an, dass ich in dieser Bude hier irgendwie einen. Brauchst du den Mord? Toll. Eine Werkbank sogar. Was ist denn hier schönes? Ich glaube, Eigentum von Audi Cleo. Willkommen, El Hahn. Am Potter, ja?
Herr Porter, unsere Raptidons scheinen ein gewisses Problem der intimeren Art zu entwickeln. Wenn ich in diesem blutrünstigen Bestie irgendwelche Selbsterhaltungstriebe stecke, dann manifestiert sich dieser anscheinend nicht in Form von Fortpflanzung. Wenn überhaupt, scheint der gewöhnliche Raptidon darauf aus zu sein, das Überleben seiner Spezies sicherzustellen, indem er andere Lebewesen in der Nähe umbringt. Dr. Crane, bitte unternimm etwas wegen Räuben. Er schleicht ständig um meine Raptidons herum. Heute erst meinte er, er möge doch die Sicherheit des Raptidons-Geheges verbessern, falls Räuber und Banditen bei Rosefair einfallen. Angesichts der Geheimhaltung dieser Operation glaube ich kaum, dass wir das wichtigste Ziel der Banditen sind. Meine Güte, Anton, wir sind wirklich am Arsch der Welt. Von Terra 2. Verwaltung? Von O'Malley an alle möglichen Leute, seht meine Werke mächtig und erhebt. Lieber Leser, wenn ihr diese Nachricht lest, gehört ihr entweder zu den niederträchtigen und abscheulichen Tyrannen, die man auch Vorstand nennt, oder ihr gehört zu meinen Leuten und trudelt auf Patrouillen herum. Falls ihr Erster seid, wisset, dass die Tage, in denen eure eiserne Faust die Kolonie Halcyon auf auspresst, gezählt sind. Die Zeit der Abrechnung rückt näher. Da empfehle ich euch, die auf dem Podest von Ozymandias geschriebenen Worte in Betracht zu ziehen, über das Menschsein nachzudenken. Falls ihr Letztere seid, zurück an die Arbeit, ihr Taubennüsse. Sue Melly? Ach ja, die ich befreit habe, ja. Ich erinnere mich wieder. Aber hier immer eine Werkbank. Da kann ich zumindest die ganzen Waffen, die ich hier zwischendurch irgendwie gefunden habe. Die auch zum Glück überhaupt nicht low-levelig sind oder so. Warte mal, Duplikate muss ich eigentlich auch nicht aufheben, ne? Ich habe ja einen Helm. Plündererhelm. Jawohl. Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Ich weiß ja nicht, wo der immer herkommt, aber ist mir nicht real. Zurück zu Anuleibe. Wir fliegen wieder ins Modellabor. Das hätte es mir überhaupt nicht lange gedauert. Was kann ich alles für die Mode tun, ne? Ich habe nicht gerade wenige Leute dafür erschossen. Warte mal, Ellie. Genau, Ellie hat die falschen Klamotten. Müssen wir überhaupt nicht. Nee, nicht Felix. Wir müssen Nyoka mitnehmen. Und Parvati hat das MSI-Outfit. Sprichler ist eine Plünderung. Spacer. Oh, Spacer? Oh, warte mal, das ist schwierig. Ich hab keine Spacer-Kopfbedeckung, oder? Ich meine, gut, ich habe hier. Was hat denn der VK? Zählt das offiziell als Spacer? Kein einziger Schmutzfleck. Ports of Call. Was trägt ein Spacer? Hä? Plündererrüstung. Das ist auf jeden Fall Plündererzeug. Okay, gut. Ikonoklasten haben wir auch. Also kann ich einmal so wie sie ist einen Joker mitnehmen? Scheiße, ich glaube. Ja, ist mir egal. So, auf zur Groundbreaker. Dann muss ich nochmal kurz zu der lustigen Frau im Gemischtwaren laden. Ja, gewiss doch. Tolle Schnellreisepunkte. Ist nicht egal, wie wir mitnehmen. So, wenn ich vielleicht vorher kommen soll, dass ich das einfach kaufen kann. Obwohl, das Zeug von den Banditen kann man wahrscheinlich ja nicht kaufen. Customs. Ah, ich weiß noch, wie ich da aufgehalten wurde. Da hatte ich mir die Groundbreaker ein bisschen größer vorgestellt. Da ging ich auch noch davon aus, dass die Groundbreaker mehr so eine Art Hub ist, wo man halt immer wieder hinkommt, aber das war ja eher eine Zwischenstation am Ende. Eigentlich ein bisschen traurig, ne? Also ich hoffe wirklich, dass die guten Gewinne machen mit dem Spiel hier. Und dann im Nachgang. You should give our latest product. What are you saying, Martin? That's an anti-Cleo's product. Was? My wow, what have I done? The company will have my head. Both of them. This is awful. Help me, oh Lord! Was? Gotcha. What I wouldn't give to see the look on your face. This guy's real easy to fuck with. What kind of depraved mind would conjure such a nightmare? Das ist unser Ellie. Ist sie nicht toll? Agree to disagree. Now, if you don't mind, I'd like to put this behind us and forget it ever happened. Du bist noch mal im öffentlichen Terminal angemeldet? Shit. Oh, shit. No, I mean, yeah, excellent. Yeah, that was intentional. As the face of Spacer's Choice, it's my honor to be a public figure. Who needs privacy when you have job security? Ja, job security? Have a look. So, egal. Eigentlich will ich ja nur Moonman Helm, Kostüm-Accessoire. Lügen plus 5. Interessant.
Unsere Kunden haben danach verlangt und wir haben sie gehört. Ein wahrhafter Moon Man Helm von Spacer's Choice, basierend auf dem beliebtesten Maskottchen in der Marketinggeschichte von Spacer's Choice. Viel Spaß. Was ist das hier? Mechaniker Overworlds. Mechaniker Overworlds von Spacer's Choice schützt vor Ölflecken und elektrischen Funken, aber nicht vor beiden gleichzeitig. Die Junior-Klasse eignet sich hervorragend für aufstrebende Ingenieure. Das ist Ports of Call, ne? Das zählt ja wahrscheinlich offiziell als... Ich kaufe das jetzt einfach. Es kostet jetzt ja auch nicht das Vermögen, ne? Wie sieht denn eigentlich aus, der Mechaniker-Overhaul? Oh ja, ich fühle mich direkt besser, vor allem mit dem Scharfschützengewehr in der Hand. So, hallo. Gracious. Ja, warte mal. Was hat sie im Angebot? Die hat gar keine Rüstung im Angebot. Die Dinger kann ich hier verkaufen. Ja, ich hatte. Bringt das irgendwas? Ach nee, das verkauft sie. Und warum kann ich das kaufen? Die öffentliche für das Ausmaß und fast das Meinung auf Skiller. Warum würde ich das kaufen wollen? Zerbeultes Madett-Datenpad. Dieser Datenpad enthält Vorfallsberichte von unterschiedlichen Madett-Sicherheitspatrouillen. Meistens geht es um einfache Geldstrafen, kleineren Auseinandersetzungen zwischen den Besatzungen von freien Frachtern und Konzertschiffen. Zwei Einträge werden zur späteren Durchsicht markiert. 7. August 2344 wurde wegen eines Codes ID10T in die Lost Hope gerufen. Vera wollte, dass wir einen armen Schluck aus den hinteren Buchten raushalten, der sich völlig mit Spectrum Red abgeschossen hat. Der besoffene Penner hat sich mit einem von Mechanikerin Tennysons Leuten angelegt. Wir haben die Raubmade wieder in den Buchten verfrachtet. Das Arschloch hat sich die ganze Zeit über gewehrt und gedroht, dass wir uns noch leid tun würden, sobald er die Macht des Hammers kontrollieren würde. Wenn das wieder so ein Hammersmith-Marketing-Gag ist, dann werde ich das Sanita melden. 23. Oktober 2344. Haben die Raubmarder aus der Last Hope wieder getroffen. Keine Ahnung, wie der arrogante Wicht sich in den hinteren Buchten schleichen konnte, ohne dass wir davon Wind bekommen haben. Hat sich in die Werkstation Andockstelle 13 gesperrt und sich geweigert rauszukommen. Der Verrückte hat ständig nur von der chaotischen Schönheit der Waffe oder was geschwärmt, als wir ihn davon überzeugen wollten, die Werkstatt zu verlassen. Wir haben aufgegeben, als unsere Schicht vorbei war. Der Hüllkopf muss ja schließlich irgendwann wieder rauskommen. Ah, da wissen wir jetzt, wo er ist. Okay, das hat tatsächlich was gebracht, mit dir zu reden. Das sichert mir jetzt diese Mission mit der Waffe, aber leider bringt mir das jetzt immer noch nicht. Da kann ich hier nicht bekommen. Ich brauche halt noch irgendeinen Hut für fortschrittlicher Schutz. Was? Der hat 84 Rüstung? What? Der Helm ist wesentlich besser als alles andere, was ich habe, ne? 84 Rüstung auf den Helm. Mein anderer Helm hat 43. Was zur Hölle? Ich nehme den mal mit. Meine, die Rüstungen hier sind auch wesentlich besser. Warte mal, der kostet 54 und der hier kostet... warum kosten die hier? Die ist Stufe 29, die ist Stufe 30 und die ist halt... Na gut, die hat auch halt 44. Ja, gut. Kaufen wir die auch mal. Wenn ich hier schon mal wesentlich bessere Rüstung finde. Glad to see you. Warte, ich bin echt breit, warte mal. Er handelt gar nicht. Also ich müsste vielleicht mal meine anderen Automatenkosten gucken. Dann gibt es CMP und die Clio wird mir wahrscheinlich... Achso, die haben auch die Goldhelme, aber das ist nicht das gleiche. Das ist... Die haben die rosa Helme, die sind alle nicht so gut. Heißt, wir haben... Achso, das ist vom Bord. Das sind die Rüstung so hochklassig. Ich habe keine Ahnung, wenn wir irgendwie noch einen Helm verkaufen können. Aber wahrscheinlich muss ich einfach gar keinen Helm aufhaben. Obwohl, es hieß ja volle Sets. Mist. Sublight. Medical Bane. Ja, die werden wahrscheinlich auch keinen Helm verkaufen. Ich bin exakt so ein bisschen überfragt, wo ich jetzt hier noch einen Helm verkaufen kann. Wie geht's in diesen Wartungstunnel? Ich könnte jetzt die andere Quest mit der Waffe verfolgen, ne? Wo soll ich da hochgehen? Der Kistfall ist halt irgendwo. Sonst wo, ne? Na, Landebucht? Was soll das sein? Ach, das ist im Keller. Nee, ist nicht. Was ist denn das für ein Teil der Map? Da war ich ja noch nie. Oh Mann. Da hätte ich die Waffe der Leere dann wohl nie gefunden.
Achso, nee. Achso, doch. Nö. Hier war ich tatsächlich noch nie. Gibt es noch was zu entdecken? Gibt es vielleicht noch nie? Da war ich schon mal. Aber dann geht es hier noch durch eine Tür. Oder auch nicht. Komme ich noch rein? Weil es sieht, der Typ hat sich eingesperrt. So, und jetzt hier? Dann gebe ich jetzt hier eine Tür, die durchgeht. Ernsthaft? Da oben ist ein Lüftungsschacht, da kann ich irgendwie durch. This is Halcyon News. We interrupt a regularly scheduled advertisement for the following story. Tossball finals are scheduled to air soon, but a scandal has rocked the league and thrown this pivotal game into question. Tja, achso, ach, hier stehen noch die Mülleimer. Both teams have tested negative for performance enhancing stims. Oh, sie waren nicht gedopt. Coaches and referees are debating how and if this behavior could lead to an. Keiner von dir hat einen unfairen Vorteil erlangt. Banditentruppführer? Haben die vielleicht Zivilklamotten bei? Ups. Warum wir hier gerade rausgekommen sind. Schlüsselkarten zum Temperaturhanger. Tagesoutfit Option 2. Jawohl, ich habe Zivilkleidung gefunden. Was ist das hier für ein schneller Gleiter? War schön, dass wir auf der Groundbreaker noch irgendwelche unbekannten Sachen finden können. Das finde ich irgendwie beruhigend, ne? Richtige Wartungsbucht hier. Cool. Weil er ja nicht so richtig was so als Helm durchgehen würde, ne? Aha. Welche Schemata? Prisma-Hammer. Yay, gelevelt, endlich. Protokolle. Protokollanträge werden angezeigt. Daten des letzten Protokollantrags. Fehler, anormale Störung. Entdeckung. Eintrag 01. Beim Durchstöbern der hinteren Buchten bin ich auf einen ziemlich alten Hammer-Smith-Kiste gestoßen, die anscheinend vor langer Zeit versiegelt wurde. Mit ein bisschen muskelschmerzender Entschlossenheit konnte ich sie aufbrechen, aber was ich daran fand, nämlich einen Prototypenhammer, der hat mich ziemlich verblüfft. Ich wusste nicht, dass Hammer-Smith tatsächlich Hämmer herstellt, aber ich habe ihn ins Labor gebracht, um ihn genauer unter die Lupe nehmen zu können. Er strahlt so merkwürdig. Selbst wenn ich die Augen schließe, kann ich die Nachbilder noch lange sehen. Mysterium. Ich habe mich ausgiebig mit dem Hammer beschäftigt. Das Innenleben ist ein wahres Kunstwerk. Thermale, elektrische und chemische Systeme arbeiten alle harmonisch zusammen. Wie ist das überhaupt möglich? Die Waffe ist ein Durchbruch in Sachen Schaltkreis-Ingenieurskunst. Außerdem scheinen viele der Systeme manipulationssicher zu sein. Die Waffe umgibt eine seltsame Energiesignatur, deren Ursprung ich noch nicht ausfindig machen konnte. Die Luft schmeckt nach Kupfer und mir sind mehrere Zähne ausgefallen. Oh, das klingt wie nach Strahlung. Ärger? Ich hatte so wunderschöne Träume in allen Farben des Regenbogens, seit ich den Hammer in meiner Schlafzimmer aufbewahre. Aber mehr dazu später. Zuerst die guten Neuigkeiten. Die Energiesignatur stimmt mit Blondlots schwer nachweisbaren Endstrahlen überein, was bedeutet, dass der Hammer jetzt 4 elementare Eigenschaften besitzt. Elektrizität, Plasma, Korrosion und Strahlung. Jetzt die schlechte Neuigkeit. Bei meinen Versuchen, die Selbstbestimmungsfunktion zu deaktivieren, habe ich unbeabsichtigterweise ein kleines Feuer gelegt. Die manuelle Steuerung des Hammers wurde dabei möglicherweise permanent beschädigt. Jetzt kann man die elementaren Modi wohl nur noch wechseln, wenn man ihn schwingt. Auslöschung. Ich habe mir die Freiheit genommen, mich in meine Werkstatt einzuschließen. Alle meine Versuche waren sinnlos. Das ist kein Prototyp. Ich habe nur selbst zu viele Fehler, um seine wahre Perfektion zu erkennen. Der Hammer ist eine Lektion, ein Symbol. Er flüstert mir zu, dass das Chaos über alles herrscht. Aber mit ein wenig Ehrgeiz können wir uns diese Kraft zunutze machen. Wir können Chaos nur in Ordnung verwandeln, wenn wir einen anderen in eben jenes Chaos stürzen. Und das ist eine Lektion, die Hals hier noch nicht hören will. Ja. Was kann das für ein Stück jetzt? Prisma-Hammer, Hammer-Smith. Immerhin hat ein Hersteller. Hammersmith arbeitet an einer Hammerwaffe, dem Pulshammer, dessen Pläne von der Rivalin Arabic Ballistics gestohlen wurden, die sie schnell marktfertig machte und verkaufte. Währenddessen machte man sich in der Werbekampagne darüber lustig, dass Hammersmith keinen einzigen Hammer im Sortiment hatte. Hammersmiths Manager verlangte als Antwort nach der ultimativen Hammer. Leider war der Prototyp zu teuer, sodass er nie in Serie ging. Kann einer mit Begleiter das Ding gebrauchen? Der hat die mandibularen Disputator, der wohl immer noch so richtig wissen, was der eigentlich macht. Essenszeit? Ja, hier. Naja, gut. So viel dazu. So. Denn? Hab ich noch was zum Zerlegen? Ja. So. Dann kann ich jetzt den
Die Elite-Soldatenkörper. Die ist halt echt krass, ne? Gut, die hat Rüstung ab Wert, aber selbst wenn ich das runternehme, dann hat die ja eher mehr Rüstung als vorher, oder? Verstärkt. Kinetische Panzerung plus 5. Plasma-Isolation. So, das. Krone verärgerter. Steht für jeden deiner Kreaturen mit Teil einer TCW. Diese Effekte der Abklingzeit. Macht der, das nimmt alles Schaden runter. Das würde ich eigentlich nicht, oder? Achso, das würde alles Schaden runter, weil die Rüstung ab Werk drauf ist. Tech-Fertigkeiten, Fernkampffähigkeiten, Dialogfähigkeiten, Tech-Fähigkeiten. Das ist alles nicht so doll. Was haben wir hier noch? Geografischer Sensor. Tragkapazität plus 20 Kilo. Das machen wir drauf. Ah, dann hat die halt immer noch 20 Rüstung. Was halt irgendwie voll gut ist. Ist das Ding 94 Rüstung? Das ist so viel mehr als die Rüstung, die ich vorher anhatte. Das ist echt lächerlich. Wenn ich mal so über nachdenke. Das sieht auf jeden Fall sehr schnittig aus, sag ich mal. Na gut, dann haben wir zumindest die Wissenschaftswaffe und wir haben, ich meine, alles, was wir dafür brauchen. Für das Posieren. Na gut, dann reisen wir mal zurück zum Schiff und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht mit Satinium irgendwas damit machen können.